Endlich. Endlich geht es weiter. Endlich werden wir wieder einen Live-Abend haben mit sifforum.de. Nach einer längeren Zwangspause, einen Monat lang, gab es gar nichts an Live-Veranstaltungen, weil es Internetprobleme gab. Die sind aber mittlerweile behoben und deshalb werden wir und können wir jetzt am Donnerstag, den 26. September um 21 Uhr unsere begonnene Partie fortsetzen mit Colonization und mit TAC, mit unserer deutschsprachigen Community-Modifikation und mit dieser Spielwelt hier, mit Brasilien, mit dem Amazonasbecken, dem Amazonasdschungel und mit den Portugiesen. Wir schlüpfen wieder in die Rolle von Martim Afonso de Sousa, dem portugiesischen Gouverneur, der die Aufgabe hat, hier das Amazonasbecken mit den portugiesischen Kolonisten zu besiedeln. Mindestens 50% der Landfläche muss er für Portugal gewinnen und an 11 markierten Standorten, das ist hier, wo diese Namen eingetragen sind, da muss er die 11 größten Städte Brasiliens gründen. Entweder hat er die schon gegründet, wie hier beispielsweise unsere Stadtstadt, São Vicente, oder er muss sie noch erobern, wie hier beispielsweise eine Siedlung, die im Augenblick den Franzosen gehört, oder es sind Standorte wie hier mitten in der Wildnis, in der er noch selber Städte gründen muss, wie hier Brasilia. Das ist unsere Aufgabe, die uns gestellt worden ist im Spiel des Monats August. Das ist dieser gemeinsame Wettbewerb von sifforum.de und des internationalen englischsprachigen Ziffernettings Forums. Und da hatte mein TAC-Kollege Marcross diese Karte hier gebaut im August. Und die wollen wir hier auch weiterhin spielen und werden aber dafür nicht nur hier ein wenig hin und her ziehen, unsere Einheiten hin und her ziehen, weitere Städte gründen und versuchen uns unsere Haut so teuer wie möglich zu erwehren im Kampf gegen die anderen europäischen Konkurrenten hier, sondern es gilt auch Preise auszutragen, zu verteilen unter euch im Chat auf Twitch TV, denn ihr habt wie immer die Möglichkeit im Chat nicht nur Fragen zu stellen, mit zu diskutieren, Wünsche zu äußern, Kritik zu üben an meinem Co-Moderator Elwood und an mir, Writing Bull, sondern ihr könnt diesmal auch Preise gewinnen, die wir beim letzten Mal ausgelobt hatten, die uns zur Verfügung gestellt worden waren von 2K Games, dem Publisher von Civilization und von Colonization. 2K hatte spendiert eine Goldedition von Civilization 5 und ein Exemplar von Brave New World, dem neuen Add-on von Civ 5. Und mein Let's Play-Kollege Tom.io hatte eine Ausgabe des Bahngiganten spendiert. Und dafür haben wir zwei Ratespiele, zwei Quiz veranstaltet. Zum einen geht es um diesen Herrn hier, um diesen Späher, der hier ganz im Nordwesten durch den Dschungel reitet. Und unsere Frage war und ist, wie lange wird er überleben? Bisschen makaber. In welcher Runde wird der hops gehen? Und die zweite Quizaufgabe, das ist die, wie sieht es hier in São Vicente aus? Dort ist ein Bürger hier im Beruf des Silberschürfers eingesetzt. Wann wird dieser freie Kolonist durch das Feature Learning by Doing zum erfahrenen Silberschürfer geben? Da habt ihr Tipps abgegeben und wir hoffen, das beim nächsten Live-Abend dann auflösen zu können und diese Preise dann ausgeben, verteilen zu können. Also, wir freuen uns auf euch am kommenden Donnerstag, 26.09. ab 21 Uhr auf Twitch TV. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.